Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Heute geht es um Erdung, mal wieder Erdung und Urvertrauen. Denn ich wurde neulich gefragt während einer Sitzung, was ist denn da der Unterschied zwischen Erdung und Urvertrauen? Und ich finde diese Frage eigentlich sehr fantastisch, denn ich benutze diese Begriffe wie natürlich viele Leute in der Spiritualität, in der Energetik, Sachen wie Schutz und Erdung und was weiß denn ich noch alles, Abgrenzung so in den Raum stellen. Aber die Frage ist natürlich immer, was wird denn damit gemeint? Und ich möchte dir damit ein paar wichtige Prinzipien einfach mal vielleicht noch einmal erklären, was sich da abspielen kann, wenn du geerdet bist und wie es sich anfühlt, geerdet zu sein. Und dann im zweiten Punkt dieses Urvertrauen auch noch. Bei mir in den Sitzungen kommt Erdung und Urvertrauen, wenn ich das reingib, so bei einer Sitzung oder vielleicht auch bei einer Meditation, oft mal im Doppelpack vor. Aber es gibt da von der Begrifflichkeit her eine Unterscheidung. Und zwar geht es bei der Erdung, also einfach mal, wenn ich Erdung sage, meine ich das konkret reale, langweilige Leben. Geerdet sein bedeutet Buchhaltung machen, geerdet sein bedeutet soziale Kontakte pflegen, die Wohnung sauber halten, Körperpflege, Job, also dass das alles so geregelt läuft beziehungsweise in einem Rahmen läuft, dass du zufrieden bist, dass du satt bist, ja, in deinem Leben, erfüllt bist in deinem Leben. Das ist eigentlich so Erdung. Das heißt, alles so ein bisschen am Laufen haben und das Gefühl haben, okay, ich habe da auch die Kontrolle, aber nicht nur Kontrolle, sondern auch die Sicherheit, die Stabilität dadurch, weil ich weiß, so stehe ich in meinem Leben, so bin ich in meinem Leben aufgestellt. Ganz viel entwickelt sich da erst. Das heißt, wenn du jetzt gerade so um die 20 bist und dir denkst, oh, ich habe ein Erdungsthema, ja, natürlich hast du ein Erdungsthema, da fehlt einfach noch Lebenserfahrung. Und da macht ganz viel die Zeit für dich. Also bitte nicht verunsichern lassen. Ich sage jetzt einfach mal so, bis Mitte, Ende 20 ist das völlig normal, dass man Dinge ausprobiert, dass man unsicher ist, dass man so viele Dinge vielleicht noch nicht so ganz gepeilt hat oder so ganz diese tiefe Sicherheit in sich fühlt. Also das wird auf der einen Seite mit der Zeit entwickelt und auf der anderen Seite natürlich auch, wenn ich lerne, ich kann auf eigenen Beinen stehen, ich habe mein Leben im Griff, ich kann, wenn ich ein Versprechen gebe, zum Beispiel dieses Versprechen auch halten, das ist überhaupt kein Thema und das ist eigentlich so Erdung. Also ganz klar, das bedeutet für mich Erdung. Was bedeutet jetzt Urvertrauen für mich? Urvertrauen hat ein bisschen mit der Erdung zu tun, aber ist eine Ebene drunter. Da geht es mehr um ein Gefühl als um das konkrete Tun. Urvertrauen ist einfach dieses Grundgefühl, das Leben meint es gut mit mir und es kann mir nichts passieren. Und das manifestiert sich auch im Wurzelchakra. Das heißt, dieses Gefühl, das Leben meint es gut, es kann mir nichts passieren, ich kann entspannt sein. Ich bin in Sicherheit. Und das ist für mich Urvertrauen. Das heißt so, das ist dieses Vertrauen ins Leben und dass es das Leben gut meint und nicht irgendwie zynisch oder hart ist oder bösartig ist. Das sind so für mich diese beiden Begrifflichkeiten. Urvertrauen, das Leben meint es gut mit mir und Erdung, das nüchterne, klare Überschauen des Lebens. Und die haben beide ihren Sitz so im Wurzelchakra. Ja, die sind da so unten beheimatet, also zwischen den Beinen. Rot ist so die Frequenz dazu. Was sagt uns das? Das ist am weitesten weg vom Kopf. Daher, da sollte man nicht drüber nachdenken, das sollte man haben, das sollte man umsetzen und spüren können. Und das ist für mich eben so Wurzelchakra-Energie, Erdungsenergie, Urvertrauen-Energie. Da kommt dann natürlich auch der Mut dazu, dein Mut, Pioniergeist, kommt ja dann auch durch dieses Vertrauen. Es kann mir eigentlich nichts passieren. Das heißt, ich kann jemanden anrufen, ich kann Leute treffen, ich kann Reisen unternehmen, ich kann Dinge tun in dieser Kraft, in diesem Vertrauen. Ja, das wäre eigentlich mal so das Wurzelchakra und Erdung, Urvertrauen, so ganz, ganz kurz zusammengefasst. Und ich denke, wenn wir ein Verständnis haben wollen energetisch, ist es auch wichtig, diese Begriffe immer wieder zu definieren und sich damit auseinanderzusetzen und nicht Erdung als eine Worthülse zu sehen.
Ich lese so oft oder ich höre das auch so oft, na Erden, geh doch in den Garten oder steck mal die nackten Füße in die Erde. Ja, das ist alles gut und schön, aber das ist ja, ist vielleicht ein Ritual. Aber wirkungsvoller ist es meines Erachtens nach, wenn dir mal klar ist, um was geht es denn bei der Erdung. Natürlich kann ich sagen, ich stecke die Füße in den Dreck oder in die Erde, Entschuldigung, und erde mich dadurch. Ja, klar, da bin ich dann auch durch dieses Gefühl gegenwärtiger und bin klarer da. Denn geerdet sein hat auch etwas mit der Zeitachse zu tun, das heißt mit dem Hier und Jetzt natürlich. Aber für mich ist es eben klarer, wenn ich ein Verständnis von der Frequenz habe, von dieser Energie habe. Und deshalb wollte ich dir das hier mal mitteilen. Schön, dass du bis zum Ende des Videos dabei geblieben bist. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Und ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, teile das Video, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns demnächst wieder. Alles Gute, tschüss.